So, meine lieben Freunde, hallo. Zurück zu Let's Play Bioshock Remastered 1. Bei der nächsten Aufnahmesession. Ja, ich habe die Spielchen so ein bisschen nachgespielt. Und bin jetzt soweit. Ich weiß aber allerdings nicht, ob ich wirklich alles gemacht habe. Ich speichere jetzt mal zur Sicherheit mal ab. Im Fall, dass das Spiel nochmal abschmiert. So, ich bin in Little Wonders angekommen. Die Frage ist, wo finde ich irgendwas? Nee, warte mal. Doch, ich muss hier irgendwas finden. Es ist angeblich Little Wonders, aber so richtig gut. Eine Probe habe ich schon. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Hallo, Doktor. Ich tue hier niemanden weh, außer euch, weil ihr mich, mich direkt angreift. Gut. War aber eigentlich ganz gut, weil ich war beim letzten Mal total falsch. Ups. Gut, ich höre mich jetzt an wie ein Big Daddy. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen soll, aber haben wir denn überhaupt eine andere Wahl? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen, aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Aha. Gut, eine Probe muss ich noch finden. Die ist bestimmt hier unten. Sonst haben sie die untere Ebene völlig umsonst gemacht. Hab dich, Mädchen. Schlucki. Dir kann man helfen. So, wie gesagt, ich habe alles relativ viel. Ups, falsch. Eine Little Sister brauchen wir noch. Dann sind wir hier soweit auch fertig. Okay, Pistolenkugeln voll. Hecken. Da kann ich dich gleich necken. Und damit die Feinde verrecken, muss ich die Stationen hecken. So, okay. Ich brauche... Ah, von denen habe ich auch noch ein paar. Super. Und jetzt der nach oben, dann nach unten, nach oben. Dann das hier und komm, nimm mal so ein dünnes. Wunderbar, super. Freue ich mich, wenn das klappt. Gucke ich mir mal in Ruhe alles durch. Ja, hier. Haben wir es doch eben gehabt. Okay. Gut. Hallo. So. Super. Oh, sieh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, was?
Okay. Den findest du bei Failsafe Armored Escorts. Taste benutzen. Weißt du, eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Ja, dir geht der Arsch auf Grundeis. Ich weiß, das ist schon bekannt. Ist trotzdem... Das geht nicht auf. Alter, du wolltest mich umbringen, du Pisser. Mist. Ich habe Kamelienhaut, da erkennt ihr mich nicht. Und ihr erwischt mich auch nicht. Und ich kann alles untersuchen und kann meine Waffen nachladen. Das ist super. Ich warte trotzdem, bis der Bot fertig ist. Und dann haue ich die Alten so einen richtig schönen Bolzen in den Körper. Und es hört sich so falsch an, wie es natürlich ist. Warum Bot? Oh, der braucht aber echt lange. Aktuell. Eieiei. Aber die Bots gammeln hier nicht mehr? Doch, die gammeln schon noch ein bisschen rum, aber nicht mehr richtig. Alles viel zu viel. Na gut. So, ich fühle mich natürlich nicht so wohl, wenn die Alte hier rumläuft. Die Frage ist, wo ist die Alte hin? Die wilde Hilde. Oh, da habe ich mir die Schulter getroffen. Das war doof. Nicht so schlau, aber na gut. Also, ein Bolzen haben wir wieder bekommen. Ist soweit okay. Müssen wir hier lang? Sollen wir hier lang? Genbank. Aber ich bin mit meinen... eigentlich zufrieden. Safecracker. Wollen ihre Gegner hier recht mehr wegschließen? Holen sie sich zurück mit dem neuen Safecracker 2. Eckensmart will, dass sie bekommen, was sie verdienen. Ja, komm, aufgeschissen. In der Regel benutze ich sowieso. Ah, hier werden also... Hier bitte, kann man so tun. Ich will nicht auf den Tisch. Oha. Nicht so geil. Ach, der Papa Suchong. Der hat ganz krass eine Waffe. Och Mann. Na komm her. Oh, ich bin auch so blöd wie Käse, ey. So, jetzt aber. Hast du was gegen Käse? Nein, ich hab nichts gegen Käse. Ist aber nicht so meins. Ja, ich glaube, die Little Sisters hatten irgendwann keine Lust mehr auf den ganzen Kram. Okay, das geht nicht. Die Frage ist, will ich hier rein? Boah, hier ist alles so richtig fett bemalt. Oh, das ist ja richtig eklig hier geworden. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Ne? Boah, ich dachte, ich komme hier nicht mehr raus. Kommentar, nee, komm, drauf geschissen. So, was haben wir denn jetzt noch? Sieh aus wie ein Big Daddy. Innerhalb des Failsafe Armored Escorts findest du alles Nötige, dass du wie ein Big Daddy aussiehst. Okay.
Was war das denn für ein Geräusch? Failsafe Armor. Wo haben wir es denn? Hier, da unten hin. Das bedeutet, ich muss dahin, dann da lang. Jo. Aber vorher nochmal wichtig speichern. Dass mir das wie in der letzten Aufnahme nicht nochmal passiert. Ja, super duper. Ich hab ihm das! Ups. Sorry, mein Fehler. Ich hätte nicht gedacht, dass die nochmal aufstehen. Daher war ich relativ unbekümmert. Unbekümmert bin ich entlang gegangen und habe nicht gemerkt, dass die mich lynchen wollen. Wo muss ich denn jetzt lang? Genau da lang. Und dann irgendeine von den Leitern. Ich rate, hier läuft bestimmt wieder irgendwo einer rum. Ich hör's doch, da unten. Na komm her. Lass mich raten, der heilt sich wieder. So, Failsafe Armor Escort. Hier lang muss ich irgendwas finden. Ich gehe mal nach links. Komm zu Papa. Oh, Schlucki. Einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Super. Hat. Ja, ich hoffe, ich bin ein Mensch, aber ich glaube, der Typ hier ist echt ein Sklave. Vor allem dieses Kettentattoo ist schon echt. Uns fehlt eine Little... Eine Little Sister fehlt uns hier noch. Noch. Alter. Der geht mir auf den Sack. Oh, was ist das denn für eine Begrüßung, ey? Ich mach doch gar nichts. Meine Güte! Hat man denn hier keine Sekunde Ruhe? Sag mal, wo laufen die denn alle lang? Komm doch her, meine Güte, dann ist Ruhe.